Hallo YouTube, mein Name ist Steffen von technikliebhaber.de. Heute soll es um die Xbox Series X und S mit der Remote-Funktion gehen. Die Remote-Funktion ist, wenn du gerne auf einem mobilen Gerät wie dein Smartphone deine Spiele von deiner Xbox Series X wie hier oder S spielen möchtest. Wie das geht, zeige ich dir in kurzen Schritten. Du musst deinen Controller nehmen, auf das leuchtende große X einmal drücken. Dann kommt im Bildschirm dieses Menü links am Rand. Da gehst du runter auf Einstellung mit der grünen A-Taste bestätigen. Dann gehst du weiter runter mit dem Pfeiltasten auf Geräte und Verbindung. Dann siehst du schon rechts üben die Funktion Remote Features. Da gehst du einmal rüber mit der Pfeiltaste, einmal runter, wieder mit grün A bestätigen. Dann muss unten, bei mir ist das schon gesetzt, Remote Features aktivieren ein Haken sein. Also mit grün A ein Haken setzen. Dann wird das Setup getestet. Also Energiesparmodus, Standby, Haken machen, dass da auch steht Standby. Dann kannst du das Menü eigentlich verlassen. Dann seid ihr wieder auf eurer Heimseite. Und dann nehmt ihr bitte euer Smartphone her. Ich lege es mal auf den Tisch. Dann nehmt ihr euer Smartphone her und müsst noch die Xbox-App runterladen. Einfach eingeben Xbox. Ich zeige euch, welche App ist. Remote Play. Also nicht dieses, sondern einmal mit dem grünen Rand und das weiße X. Einmal draufklicken, installieren. Dann wird es auf euren Smartphone installiert, die App. Anschließend öffnen wir zusammen die App. So, jetzt können wir die öffnen. So, ich lege es mal ein wenig hoch, sonst sehe ich nichts. Jetzt müsst ihr die Konsole erstmal einrichten. Mit Konsole verbinden, die Xbox aussuchen, dann unten steht Remote-Wiedergabe auf diesem Gerät, einmal draufklicken. So, dann kommt eine Meldung. Das ist auch wichtig für euch. Die Remote-Wiedergabe funktioniert am besten in eurem WLAN-Netzwerk oder per Kabelverbindung. Und wenn es WLAN-Netzwerk ist, dann 5 GHz Drahtlosverbindung. So, und dann geht's weiter. Dann wird geladen das Bild von der Xbox, was ihr auf dem Fernseher seht. Seht ihr jetzt auf euren Smartphone. Und ihr nehmt einfach euren Controller her und bedient es wie gewohnt. Ich muss jetzt den Controller ablegen, weil sonst kann ich nicht bedienen. Und dann seht ihr eben dasselbe Bild hier. Ihr könnt auch auf die Xbox-Taste gehen, dann seid ihr auch wieder im Menü drin. Wie gesagt, dasselbe Bild auf dem Smartphone. Ihr könnt aber jeden x-beliebigen Controller, also ich habe jetzt, weil ich keinen anderen habe, den Xbox-Controller genommen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr PS5 noch habt oder PS4, einen Controller nehmen und eben über Bluetooth-Funkverbindung mit eurem Smartphone verbinden.
Und dann könnt ihr eben ganz gewohnt auch in den Einstellungen gehen und es wird 1:1 übernommen. So, das war auch schon für heute. Ich gebe dir noch 2 kleine Tipps mit für die Remote-Funktion. Wenn du die benutzt, solltest du öfter zwischenspeichern in deinem Spiel, weil es kann schon mal vorkommen, dass eine Trennung der Verbindung passiert und dann ist natürlich Datenverluste vorhanden. Das wollt ihr ja vermeiden. Und es kann immer nur eine Person spielen, also du kannst nicht unterwegs spielen und zu Hause kann jemand spielen, immer nur einer kann spielen. Und für den Remote Play ist auch der Xbox-Netzwerkdienst erforderlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, dass ihr das auch hinbekommt. Und wenn ihr Fragen oder Hilfe braucht, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Vielen Dank und macht's gut. Bis bald. Tschüss.